verbotenerweise in Ost-Berlin zu spielen, das war natürlich was, was wir uns auf gar keinen Fall entgehen lassen wollten. Punk. Das roch nach Abenteuer und war eine Sache, die uns natürlich in den Fingern gejuckt hat. Geht dahin, wo es weh tut. Also wenn rüber, dann im Untergrund und mit den Liedern, die wir zu singen haben. Es war das voll bewusst, dass das ein absolutes Risiko ist. Genial. So eine Art Untergrundpfadfindertum, was ich mein Leben lang geil fand. Illegal. Die hätten dafür in den Knast wandern können. Infernal. Wir waren prinzipiell auf Krawall gebürstet. Ja, wir stehen hier am Kontrollpunkt um 3 Linden und warten immer noch auf den gelben Bus der Toten Hosen. Wir sind nicht aus Berlin. Ab nach Berlin. Ost. Oh, geil. Schön kontrolliert worden, bei uns ist alles klar. Dass wir illegal in der DDR gespielt haben, gehört zu den wichtigsten Momenten unserer Bandgeschichte. Auswärtsspiel. Die Toten Hosen in Ost-Berlin. Jetzt ansehen. ARD Mediathek.